Last day. Oder nicht mal last day. Artık check out. Wir haben jetzt unsere Koffer in einem anderen Hotel abgegeben, weil wir in unserem Hotel auschecken mussten. Aber wir haben zum Glück halt diese Möglichkeit, unsere Koffer noch abzugeben, sodass wir jetzt diesen Tag nochmal ohne Koffer mitzuschleppen genießen können. Mama, wollen wir nicht hier lang? Ja, deswegen werden wir jetzt heute den ganzen Tag auf jeden Fall nochmal in Ruhe rumlaufen können. Dann heute Abend hoffentlich unsere Koffer wieder abholen und dann zur Victoria Stage. Nee, zur Victoria Cold Station, sodass wir dann in den Bus einsteigen können, der uns dann zum Flughafen bringt. Ja, das ist der Plan für heute und heute wird es auf jeden Fall ein bisschen spontan ablaufen. Da steht, dass Alfred Hitchcock von 1999 bis 1980 hier gelebt hat. Nee, Quatsch. 1926 bis 1939 hat er hier gelebt. Er hat immer diese Krimi-Filme geschrieben. Mord im Nil, was weiß ich, Nil, Bölle. Oder wo gehen wir wieder hin? Freddy. Er möchte nochmal ein Beweisfoto haben vor dem Haus von Freddie Mercury, wo anscheinend schon jemand anderes lebt, aber egal. Richtig Hausfriedensbruch, aber egal. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Er freut sich wie ein kleines Kind. Deine Haare musst du mir gleich nochmal machen. Hier an der Wand gab es wohl früher, vor allem zu der Zeit, wo er gestorben ist, Plakate und Zettel, wo überall stand, dass sie halt Freddy lieben und ihn gedenken und alles drum und dran, aber das haben sie anscheinend alles weggemacht. Unser erster Stopp ist im Camden Town, Camden Market, wo wir uns nochmal die schönen Läden ansehen werden, nochmal ein paar Souvenirs kaufen können, weil es wirklich für jeden einfach irgendeinen Laden gibt hier. Und die sind alle so schön bunt und alles. Wir haben bestimmte Vorstellungen oder bestimmte Wünsche an Souvenirs, die wir mitnehmen möchten. Und ich hoffe, dass wir das alles finden können. Es ist gerade 10.27 Uhr, weshalb einige Läden noch gar nicht geöffnet haben. Aber die meisten sind schon zugänglich. Im Vergleich zu den anderen Touristengegenden ist es hier im Camden Town viel günstiger. Deswegen, wenn ihr Souvenirs kaufen möchtet, kommt zum Camden Town. Ja, das von Harry Potter finde ich sehr cool. Cool, das von Harry finde ich richtig cool. Zeitung hat die gehört. Ja. Die wir machen. Thank you. Thank you. Okay. Welchen soll ich nehmen? Den roten. Wie soll ich ihn nehmen, oder der ist zu weit weg? Das geht ja nicht. Der steht doch so schön. Nein, aber der steht zu weit in der Ecke. Wie du willst, probier einfach auch den roten, wenn du meinst. Geht gar nicht. Geht an, noch mit so einem Hecken. Ja. Den wolltest du nehmen? Das Blöde hier ist aber leider, dass man einfach gar kein Internet hat. Und man dem entsprechend versucht rumzuschnorren, aber es funktioniert einfach nicht.
Der Camden Market ist sehr bekannt für seine einzelnen Läden. Wie gesagt, für jedermann. Und vor allem für seinen großen Essensmarkt, wo man sich wirklich durchfressen kann. Hi, auf meiner Soße. Olem. Und zuckst du auf. Gönnt euch Funky Chips bei Camden Market. Sehr, sehr lecker. Yeah, it's a responsibility that takes the special. Unser zweiter Stopp ist hier in Westminster. Sieht man Big Ben? Teilweise. Genau, wir haben überlegt, ob wir vielleicht jetzt noch mal eine Themsefahrt machen. Mal sehen, wie die Preise und so alles sind. Und wir sind aber so tot. So müde. Keine Ahnung, wie wir den Tag durchstehen. Um 14.20 Uhr, aber wir sollen in 15 Minuten uns schon da auffinden. So, wir haben uns jetzt eine Bootstour gekauft. 30 Pounds für 3 Personen. Und ja, wir haben jetzt eine One-Way-Ticket gekauft. Das heißt, wir fahren jetzt hier von Westminster aus zum Tower Bridge. Und vom Tower Bridge aus können wir dann aussteigen und dann selbst halt schauen, wo wir hin wollen. Wir warten jetzt hier im Pier. Es hat sich gereint. Irgendwie ist sonst niemand da, aber ich glaube, es liegt halt daran, weil wir erst um 14.20 Uhr losfahren sollen. Und es ist gerade 13.38 Uhr. Also haben wir noch so eine halbe Stunde circa, ne? Ja. Genau. Dann warten wir drauf. Die Tour war ganz cool. Muss man auch mal gemacht haben. Wie man sieht, ist unser dritter Stopp beim Tower Bridge. Und hier werden wir jetzt erstmal kurz einen Platz finden, wo wir etwas trinken können und unsere Zeit ein bisschen totschlagen können, damit wir halt einfach wissen, was wir dann machen, ne? Sonst sitzen wir die ganze Zeit nur rum. Aber das kann sein, dass wir da rein müssen. Genau, wir genießen dann hier die Szenerie, das Trinken und machen uns danach hoffentlich auf den Weg zum Piccadilly Circus und verbringen da den Rest dieser Stunden, bis wir unsere Koffer wieder abholen. Macht Spaß. Ja, sowieso. Ja. Das macht auf jeden Fall Spaß. Man merkt nur, wir sind extrem kaputt. Ja.
weil am 31. Jahr Halloween ist, sind einfach alle heute schon verkleidet. Sind zwar cool. Oder? Ist morgen der 31.? Nein, am Montag. Oh. Man sieht es, unser letzter Stopp für heute. Ticket in East Circle. Yeah. Ich will auch uns da mitmachen. Ich will mich auch verkleiden. Ich hab Bock auf sowas. Ich bin schon drin, gehen wir bewegen. Wir fast jeden Tag, es ist immer so. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt so mache, bis die lang wachsen. Ich bin schon drin, gehen für die Party, ja. Der Bedeutung des den Korans in die deutsche Sprache. Haben unsere Koran die richtig übersetzt. Okay, this is a pet. Wir haben jetzt gegessen und sind jetzt wieder auf dem Weg zum Hotel, um unsere Koffer zu holen. Und dann fahren wir Richtung Station, Busstation, damit wir dann gleich hoffentlich oder später in den Bus einsteigen können und dann zum Flughafen fahren. Goodbye, England. Goodbye, London. Goodbye, everybody. Goodbye, London. Ein letztes Mal U-Bahn. Victoria District Line. Ah. Ja. İkisini de kullanabilirim. Wir sind angekommen. Jetzt wartet nur eine lange Wartezeit auf uns. Oh. ja. Hallo, wir sind jetzt hier am Flughafen, haben unsere Koffer kontrollieren lassen und sind jetzt gerade im, ist das einfach der Duty-Free-Bereich? Nee, da sind wir durchgelaufen, da habe ich mir ein Parfum gegönnt
Und jetzt sind wir so in diesem Essensbereich, in diesem Wartebereich, bis wir hoffentlich dann später Informationen über unseren Flug kriegen. Es ist gerade 2.54 Uhr hier in England und um 11.05 Uhr wird unser Flieger losfliegen. Das heißt, wir haben noch eine Menge Zeit, aber egal. Ich glaube, wir können das schon totschlagen. So, es ist 4.38 Uhr. So. Es ist, wie man sieht, 5.35 Uhr. Und wir haben uns jetzt was zum Frühstück geholt. Einfach ein Croissant und nochmal einen Kaffee. Einen. Nur noch 6 Stunden. Nur noch. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit unserem Ausflug. England, goodbye. Das war's jetzt. Wir sehen uns dann. Bye bye. Und noch ein Blick nach draußen. Ist das nicht schön? Bye bye.